Ausschnitte aus der ARD-Dokumentation Eco-Crimes von 2008. Wir haben damals einen Krieg gezeigt, der auf hoher See ausgetragen wurde, verborgen vor unseren Augen. Ein Krieg gegen die Natur, gegen Regierungen, gegen ehrliche Fischer, gegen uns alle. Wir haben gesehen, dass eine riesige multinationale Flotte von illegalen Fangschiffen die Meere plünderte. Ohne Rücksicht auf Fangquoten oder Schutzgebiete. Doch wie ist es heute, fast 20 Jahre später? Gibt es sie immer noch, die Piratenfischer? Wie groß ist das Problem? Wo sind sie aktiv? Und landet der illegale Fisch auch auf unseren Tellern? Unsere Spurensuche beginnt in Nordafrika, in Tunesien. Wir begleiten die Naturschutzaktivisten Valeska Diemel und Sofian Cirelli bei einer Undercover-Aktion. Sofian ist in Tunesien geboren. Jahrelange Recherchen haben ihn zu einem Fischereiexperten gemacht. Valeska ist Gründerin des Vereins Fish Act. Fish Act ist eine kleine Graswurzelorganisation, die rein mit Ehrenamtlichen arbeitet und sich zur Aufgabe gemacht hat, illegale Fischereiaktivitäten in europäischen Meeren, auf Fischmärkten und in Häfen zu dokumentieren und wenn möglich entsprechend bei den Behörden und bei der Politik Aufmerksamkeit dafür zu erregen, damit das gestoppt werden kann. Im Hafen des Ortes Kraten am Mittelmeer sind Valeska und Sofian mit Fischern verabredet, die sie von früheren Besuchen kennen und von denen sie wissen, dass sie sich an die gesetzlichen Auflagen halten. Aber die Menschen hier leiden trotzdem unter illegaler Fischerei. Vor der Küste Kerkennas wollen uns die Fischer eine ganz besondere Fangmethode zeigen. Sie hat jahrhundertelang die Menschen ernährt und die örtlichen Fischbestände erhalten. Die sogenannte Chafia-Fischerei setzt darauf, dass die Fische von selbst in die Falle gehen. Valeska will sich die Methode genauer ansehen. Sofian war schon als Kind oft auf Kerkenna. Er will vor allem erfahren, wie sich die Fänge im Laufe der Jahre entwickelt haben. Die Chafia ist eine riesige Fischfalle aus Netzen und Palmwedeln. Das ist dann wirklich quasi die Sackgasse. Die holt da jetzt raus. Okay. Hunderte Meter vor der Küste ist das Wasser noch immer sehr flach. Weil die Wellen nicht hoch sind, herrschen hervorragende Bedingungen zum Schnorcheln. Unterstützt von Strömungen und Gezeiten schwimmen die Fische solche Gänge entlang. Am Ende befindet sich eine Reuse, in die Fische hinein, aber nicht wieder heraus können. Diese passive Art der Fischerei macht eine Überfischung unmöglich. Etwa alle 3 Tage holt der Fischer die Reusen hoch. Allerdings ist der Fang mickrig. Wie so oft in letzter Zeit, berichten die Fischer. Ein paar Blaukrabben sind in die Falle getappt. Eine Art, die ursprünglich vor der US-amerikanischen Küste vorkommt. Die Ausbeute an Fischen, nur kleine Exemplare und davon auch noch wenige. Heute hat es sich nicht gelohnt, die Reuse zu bergen. Dabei macht eine Besonderheit das Meer hier eigentlich fruchtbar und fischreich. Die ausgedehnten Seegraswiesen,
die größten des ganzen Mittelmeeres. Seegraswiesen sind ein äußerst produktiver Lebensraum. Sie bieten viel Nahrung für alle möglichen Meerestiere, Laichgründe und Schutz. Die ganze Bucht, in der die Inseln Kerkenna und Djerba liegen, ist eine einzige Seegraswiese. Doch der Lebensraum ist nicht mehr, wie er war. Wir konnten eine lange Zeit bequem davon leben. Aber seit circa 8 bis 10 Jahren haben sich die Dinge stark verändert. Mittlerweile reicht es nicht mehr aus, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Mein Boot muss dringend neu gestrichen und gewartet werden. Aber das kostet rund 2000 Euro. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Grund für den Niedergang sind Sie. Illegale Fischer. Denn sie nutzen verbotene Grundschleppnetze. Sie haben es auf am Boden lebende Tiere wie Oktopus, Rochen oder Garnelen abgesehen. Ziehen ihre schweren Netze durch das Seegras und zerstören es. Mit schlimmen Folgen für das Ökosystem. Manchmal sind bis zu 50 Trawler nebeneinander in Aktion. Auch das will sich Valeska persönlich ansehen. Kapitän Dida bringt sie weit aufs Meer hinaus. Er muss keine bestimmte Stelle suchen. Die Folgen der Schleppnetzfischerei findet man überall. Unter Wasser ist die Sicht an diesem Tag ungewöhnlich schlecht. Trotzdem sieht Valeska nach nur wenigen Metern die ersten Schäden. Das wertvolle Seegras ist an vielen Stellen plattgewalzt und tot. Überall haben Schleppnetze tiefe Furchen hinterlassen. Wenn überhaupt, erholt Seegras sich nur sehr langsam. Und auch nur, wenn es ungestört wachsen kann. Teilweise ist das Gras komplett abrasiert. Hier war einmal alles kahl. Aber nicht das ursprüngliche Seegras ist nachgewachsen, sondern eine ganz andere Art, in der sich kein Tier verstecken kann, weil es nicht dicht genug wächst. Früher habe ich mit einer einfachen Falle in kürzester Zeit bis zu 5 Kilogramm Rotbarben gefangen. Heutzutage ist das anders. Es wird so viel mit Grundschleppnetzen gefischt, dass viele Seegraswiesen zerstört wurden und nicht mehr existieren. Der Ort, an dem wir vorhin waren, ist ein gutes Beispiel dafür. Die Trawler kommen jede Saison und jedes Jahr wieder, bis es nur noch eine Unterwasserwüste gibt. Seegras, Korallen, Schwämme, sogar Steine, alles wird von den Schleppnetzen eingesammelt und zerstört. In unserem Film aus dem Jahr 2008 haben wir gezeigt, worauf es Piratenfischer im Südpolarmeer abgesehen hatten. Auf den schwarzen Seehecht. Ein wertvoller, wegen seines festen und grätenfreien Fleisches, heiß begehrter Speisefisch. Schon eine einzige Schiffsladung illegal gefangenen Seehechts konnte die Schiffseigner reich machen. Die Natur zahlt damals, wie heute, für die illegale Fischerei einen hohen Preis. Piratenfischer halten sich weder an Fischereizonen noch an Auflagen. Unzählige, auch geschützte Tierarten sterben als Beifang. Die Southern Supporter, ein Schiff der australischen Fischereibehörde. Diese Aufnahmen zeigen, wie die Mannschaft vor der Insel Heard Island damals die Lena, ein Piratenschiff unter russischer Flagge, erwischte. Auf frischer Tat ertappt, wollten die Piratenfischer fliehen. Sie versuchten, Beweise zu vernichten. Köder für den Fischfang mit Langleinen gingen über Bord.
Die Mannschaft der Southern Supporter musste dann hilflos mit ansehen, wie die Lena von einem weiteren Schiff, der Florence, betankt wurde. Die Southern Supporter hatte zu wenig Treibstoff an Bord und musste zurückbleiben. Die Piratenschiffe Lena und Florence konnten fliehen. Und heute? Wir sind unterwegs mit der Naturschutzorganisation Sea Shepherd und treffen den Schweden Peter Hammarstedt, der die weltweiten Kampagnen leitet. Wie hier vor Westafrika. Let's get the teams ready and let's put the boats in the water as quickly as we can. Weil die Fischbestände in Europa und Südostasien überfischt sind, kommen industrielle Fangschiffe aus aller Welt nach Afrika, einem Ort, an dem es noch Fisch gibt. Sea Shepherd stellt uns Videomaterial zur Verfügung. Es zeigt, wie sie Jagd auf Piratenfischer machen. Hand in Hand mit bewaffneten Einsatzkräften der westafrikanischen Regierungen stoppen und entern sie illegale Fangschiffe. Die Organisation unterstützt ärmere Länder, die sich keine eigenen Patrouillenboote leisten können. Und hilft so, die Verbrechen der Piratenfischer aufzudecken. Vor ein paar Jahren gingen ich und der Fischereiminister von Gabun an Bord eines Garnelenfängers. Als das Netz hochgeholt und an Deck ausgeleert wurde, stellten wir fest, nur 0,2% des Fangs waren Garnelen. Die anderen 99,8% waren Fische und andere Meerestiere, die tot über Bord geworfen werden sollten. Der Fischereiminister, hier mit Maske, war darüber so entsetzt, dass er die Garnelenfischerei vor der Küste Gabuns sofort verbot. Auch die legale. Durch die Unterstützung von Sea Shepherd können jedes Jahr mehrere illegal operierende Schiffe aufgebracht werden. Kein Piratenfischer soll sich in diesem Seegebiet sicher fühlen. Noch sind die Fanggründe vor Westafrika enorm reichhaltig. Viele Fische werden auch nach Europa exportiert. Ich finde, es muss mehr gegen illegale Fischerei unternommen werden. Sie muss als transnationale organisierte Kriminalität behandelt werden. Wenn jemand illegal fischt, also ohne Lizenz, dann ist es wahrscheinlich, dass er noch andere Verbrechen begeht. Normalerweise fälschen Piraten Dokumente. Sie bezahlen keine Steuern und keine Zollgebühren. Deswegen müssen Strafverfolgungsbehörden an einem Strang ziehen und eng zusammenarbeiten. Rund 90 Millionen Tonnen Fisch werden weltweit jedes Jahr gefangen. Die Welternährungsorganisation schätzt, dass 20% davon illegal, unreguliert und undokumentiert, ohne Rücksicht auf die Natur gefischt werden. Also von Piratenfischern. Das ist jeder fünfte Fisch. Nach der Entdeckung von Piratenfischern in dem von Australien kontrollierten Gebiet rund um Heard Island beschloss die Regierung zu handeln. In Eco-Crimes zeigten wir 2008, wie alle Behörden ihre Kräfte bündelten. Unter Federführung des damaligen Fischereiministers Ian MacDonald trafen sich Zoll-, Marine- und Fischereibehörde zu einer Dringlichkeitssitzung. Der Schaden durch die Piratenfischer war so groß, dass die Regierung weitreichende und einzigartige Beschlüsse fasste. Und so nahm das Kriegsschiff Canberra die Verfolgung auf. Die Kriminellen sollten ein für alle Mal verjagt werden. Das Ziel? Das Piratenschiff Volga. Deren Besatzung ahnte nicht, dass es die Australier
wirklich ernst meinten.